Ab ins Becken hieß es am vergangenen Sonntag in der Schwimm- und Sprunghalle beim Berliner Schwimmverband zum 10. Länderkampf. Man merkt auch, dass alle motiviert sind hier. Und es macht auf jeden Fall auch Spaß, hier zu schwimmen, weil das Becken und die Stimmung und ja. Das ist ziemlich laut heute, aber eigentlich voll nee. Wie der Name schon verrät, trafen hier 10 Bundesländer mit den besten Schwimmern aufeinander. Dabei waren Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und natürlich der Gastgeber Berlin. Eigentlich vom Training her haben wir uns gar nicht vorbereitet. Wir haben ganz normal weiter trainiert. Wir sind gestern hingefahren, waren dann noch an ein paar Sehenswürdigkeiten, also am Brandenburger Tor und so. Und dann haben wir uns halt auch zusammen aufgewärmt und ja, unsere Trainer haben uns natürlich auch sehr motiviert. Also wir sind jetzt, kommen jetzt aus dem Trainingslager, weil das zufällig so passte mit den Wegen und dann haben wir diese Einladung mitgenommen und diejenigen, die sich qualifiziert haben, sind heute am Start. In einzelnen Jahrgängen unterteilt durfte gezeigt werden, was Tage, Wochen, ja sogar Monate, Jahre zuvor trainiert wurde. Insgesamt 17 Wettkämpfe wurden bestritten, unter anderem Freistil, Schmetterling, Krötenlagen und natürlich auch Brustschwimmen. Wir haben mittlerweile 4 Medaillen gesammelt. Davon sind das 3 Bronze und eine Silbermedaille. Ja, sehr gut. Ich bin einmal als Erste geworden. Gefühlstechnisch muss ich sagen, super Team, super Zusammenarbeit. Wir hatten sehr viel Spaß. Auch die Übernachtung war sehr schön. Und wir kommen ausgeruht hierher und freuen uns jedes Mal wieder, wenn wir hier am Start sein dürfen. Angefeuert vom Team und von den Eltern schaffte es Berlin mit den meisten Punkten auf Platz 1, gefolgt von Niedersachsen und Sachsen. Die Organisation, muss ich sagen, tadellos, hat super geklappt. Die Gäste aus ganz Deutschland verlassen die Hauptstadt mit hoffentlich guten Erfahrungen und vielleicht auch neuen Bekanntschaften. Der Berliner Schwimmverband wünscht auf jeden Fall eine gute Heimreise und freut sich schon auf das nächste Jahr.